Willkommen zurück zu Mario und Luigi Paper Jam Bros. Im letzten Level wurden wir in diese Höhle verbannt und haben nun den Weg endlich zur Röhre gefunden. Und jetzt kommen wir raus, aber gleich das nächste Drama. Welchen Glück, dass ihr seid. Ihr müsst uns helfen, wir sitzen richtig in der Klemme. Auf einmal waren da jede Menge von Bowsers Schergen und haben sich die anderen Papiertots geschnappt. Die werdet ihr doch retten, oder? Folgt mir, sie sind da drüben. Und das wird ein ziemlich lustiger Part. Rette alle gefangen genommenen Toads innerhalb des Zeitlimits. So, wir haben 20 Minuten. Aber ich glaube, so lange werden wir nicht brauchen. Okay, hier irgendwo ist einer anscheinend. Ah, okay. Die werden von Flygeist entführt, alles klar. So, unser erster Fight mit Flygeist. Vielleicht bringt es schöne Erfahrungspunkte. Ach nee, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Scheiße. So, und Mario braucht wieder KP. Und jetzt muss man immer darauf achten, welcher von den Flygeists die Bombe hat. Weil die werfen sie immer hin und her und wenn der stirbt mit der Bombe, explodiert auch der andere. Ganz einfach. Jetzt habe ich Mario gar nicht geheilt. Okay, ich glaube, ich werde Mario lieber heilen erst. Aber erst müssen wir den Tod ansprechen. Ich dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens im Kreis herumfliegen. Welch Glück, dass ihr das verhindert habt. So, aber wir haben gerade keine Zeit, im nächsten Kampf machen wir das einfach. Pio. So, wo ist der nächste? Wir wollen alle schnellst wie möglich retten, okay. Und die guten Steinklopfer hier. Erledigen. Tolle Arbeit. So. So müsste es doch passen, eigentlich. Oh, wir können auch einfach. Scheiße! Och Mensch! Warum geht jetzt alles wieder weg, ey, Digga? Okay, sorry, dass ich gerade so. Aber ich hab das schon gewusst, weil ich ja auch eine Privatdatei habe, aber. Aber wieso bin ich so blöd und mach's nochmal? So, jetzt nochmal alles weghauen. Paper Mario springt einfach nochmal. So, bitte. Nein! Ich will doch nur den dummen Papiertod retten. So, dann fangen wir jetzt so an. Kriegen alle eins von dem schwachen Mario übergebraten. Das ist ziemlich peinlich. Nein, jetzt ist er tot. Wieder nicht dran gedacht. Digga, Digga, Digga. So, Trio-Attacken und sowas sind jetzt nicht hilfreich. Mario muss wiederbelebt werden. So, Mario. Und der gute Luigi, wir machen es jetzt einfach auf dem ersten Flyguy, obwohl der jetzt nicht sehr viel abgezogen wird. Hammer, einfach explodiert. Nein. Schon wieder. Dein fucking Ernst. Mario stirbt jetzt die ganze Zeit oder wie? Er kriegt einen Pilz und dann nimmt er sich selber am besten einfach mal noch einen One-Up kriegt er und dann nimmt er sich am besten einfach mal jetzt noch einen Pilz. Nein, das kann man dann eigentlich nur gebrauchen. Ah fuck, jetzt habe ich ihm eine Kopie verloren. So Mario, du nimmst dir erstmal einen Pilz, damit du auch
schön nicht mehr stirbst. Brav. Ist das nicht ein schönes Gefühl, Mario? Komm schon, aber wie wenig ziehe ich den ab? Wie schwach sind wir? Ja. Wunderbar. So, Paper Mario, mach ihn jetzt einfach. Ja, am besten einfach down. Aber Junge, wie lang haben wir diesen Fight jetzt verbracht? Das war etwas lappig. So, wir werden erstmal Luigi heilen. Für den guten Luigi. Und wir füllen einfach mal seine KP komplett auf. Pilz haben wir ja genug. Jetzt haben alle wieder volle KP. Und den nächsten Tod. Ach, endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Ist die Schwerkraft nicht eine fantastische Erfindung? Ja, schon tot, ne? So, hier sind alle gerettet. Da können wir eben nur nicht lang. Okay. Wunderbar, da müssen wir wohl hierhin. Hier ist auch schon so versperrt. Das ist doch verdächtig. Ja, und hier sind auch Toads. Aber ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit, uns mit denen da abzufighten. Ja, da haben wir ein paar. Ups, das habe ich falsch gemacht. So. Schönes Ding. Wir haben ihn getroffen. Nein, ey, wieso klappt das bei mir nie? So, Paper Mario kopiert sich erstmal. So, und der Ober hat die Bombe. Toll, jetzt hat der Untere die Bombe. Dann werden wir sie halt beide schwächen. Nein, es gibt er die Bombe her. Okay, oder er ist einfach jetzt tot. Nein, ey, wieso klappt das nie? Ich check's nicht. Ich glaube, Fly Guys werden so oder so nicht mehr vorkommen oft. Das heißt, es ist nicht sehr schlimm, wenn wir wirklich nicht gut mit Fly Guys können. So, kleiner Toad, wir haben dich. Ihr seid der Wahnsinn. Könnt ihr mir vielleicht eure Autogramme geben auf meinen Körper? Hui, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Ja, Toad, da hast du recht. Ups, jetzt wieder der 3, der ist aus der Halterung gerutscht. Hä? Haben wir nett getroffen? Paper Mario ist ernsthaft nicht oben. Ich habe halt gerade vorhin erst Dream Team Bros gespielt. Und dann merkt man es gar nicht, wenn Paper Mario nicht da ist. Irgendwie auch logisch. Endlich hat's mal geklappt. Wunderbar, der ist down und die Bombe auch. Also der nächste. So macht man das richtig. Und Mario ist gleich Level up. Wunderbar. Dann kommt er endlich den ersten. Dann haben wir endlich mal einen Rang auch. Einen neuen. Ich wollte dieses Monster gerade zeigen, aus welchem Papier ich gedruckt bin. Bloß gut für die Monster, dass ich noch rechtzeitig aufgetaucht seid. Ha, das ist mal ein tougher Toad. Dass der sich traut, das vor uns zu sagen. Hä, warte. Kann es sein, dass hier noch einer ist, weil da oben ist das Toad-Symbol noch nicht verschwunden. Ach ja, ich erinnere mich wieder. Das war schon ein ziemlich cool versteckter Toad. Wahrscheinlich nicht cool für den Toad, aber cool versteckt generell. Nämlich hier. Ernsthaft, ich habe alle getroffen außer denen. So, der Toad ist jetzt frei, aber
Der ist auch ziemlich sauer. Warum ich seine ganzen Freunde gekillt habe. Endlich klappt das mal. Nimm du die Bombe. Nein, du. Das ist so ein typischer... Ja. Fly Guy. Na toll, ist der die Bombe. Aber der ist halt auch schon ein bisschen angekackt. Das heißt, wer jetzt die Bombe hat, der muss dran glauben. Mit allesamt Freund. Wunderbar. Toll, jetzt hat er... Ach, dann gebe ich Pilz, dem Luigi mal einen Pilz. So. Dein fucking Ernst. Schon wieder. Nett schon wieder. Irgendwann müssen wir neue Wanna-Pilze kaufen, weil Mario und so tot ist. Junge, Junge. Ja, hurra. Du bist schon wieder gestorben, Mario. Das ist kein Problem. Freu dich. Und der Tod ist gerettet. So, endlich. Und jetzt haben wir sogar einen neuen Rang erreicht. Und zwar den Panzerrang. Und jetzt kriegen wir auch eine Rangboni. Und wir haben nämlich Auswahl zwischen Ausrüstung, einem Slot, KP, BP, Defensive oder Bart. Und wir nehmen Bart, weil Bart, wenn man es jetzt erhöht, das bringt halt immer plus eins Bart. Und wenn man es halt als letztes nimmt, ist es natürlich dumm. Und Bart ist so ein Allround-Dings. Das heißt, wenn man Bart nimmt, dann kann man so... Ja, dann steigert sich alles ein bisschen. Also, ihr wisst wirklich, wie man mit dem Hammer umgeht. Ich bin schwer beeindruckt. Dankeschön. Weil wir es können. So. Los, ich schaff das. Noch zwei Toads müssen gerettet werden. Immer diese Toads können sich nicht selbst retten. Ach ja, und ich weiß wieder, wo sie sind. Ganz lame versteckt, finde ich. Und eigentlich nicht so, also nicht so lame, aber schon irgendwie finde ich nicht so cool. Hier muss man die ganze Zeit so latschen. Erster Toad. Hier. Halt dumm finde ich, dass der zweite auch versteckt ist da. Gerade nicht, sorry. So. Oh, den ersten haben wir... Das haben wir jetzt schön abgewehrt. Wunderbar. Schön mal wieder auf die Schnauze gegeben. So, dann müssen wir wohl dem wieder jetzt auf die Schnauze geben. So, natürlich geben wir wieder ihm. Weil wenn er jetzt down ist, dann explodieren alle. Ja. Wunderbar. Der gute Toad. Und Luigi steht kurz vor dem Panzerrang jetzt auch. Meinte, wir können jetzt auch schon gegen den Fly Guy kämpfen. Hoffentlich kriegt man dann den Toad auch. Wäre schon ziemlich toll. Warum geben sie immer Paper Mario ein KP? Ich understande das nicht. Ach so, das ist das. Der Fuchs geht rum. Oder der Spacko geht rum. So, jetzt muss ich wieder auffüllen und Mario übel wenig KP, wie immer. Mario ist so low. Eigentlich hätte ich ihm ja besser irgendwas mit KP geben können. Aber KP ist Luigis Fachstärke. Oder so. Och nö, jetzt wirft er wieder die Bombe. Ja, aber wenigstens kann ich ihn dann sofort killen. Ah.
Ach, komm schon. Jetzt muss ich ja wieder kopieren. Paper Mario kommt gar nicht zum Zug, Junge, Junge. Dann gebe ich erstmal den Papierbob-Omb, weil der wirklich trollt mit seinen Angriffen. Ey, komm, buh. So. Lol. Stimmt, Luigi hat bei mir den Kugelhammer. Da kriegt er einfach so eine Kugel auf den Kopf. Irgendwie komisch, aber okay. Soll er doch, wenn er Spaß dran findet. Und da ist jetzt Luigi auch Panzerrang. Hurra. Wunderbar. Und jetzt können wir Ausrüstung KP, BP oder Defensive nehmen. Und jetzt nehme ich mal einen Zusatzslot für Ausrüstung, damit der Luigi so ein bisschen Power noch machen kann. Let's go. Wunderbar, Luigi. Yahoo. Hast du ziemlich toll gemacht. So, und jetzt, glaube ich, sind beide Tots hier. Jo, den ersten fragen wir mal. Hey, Digga. Es gibt so viele Papiertots. Warum müssen diese Monster ausgerechnet mich entführen? Ich kann das einfach nicht verstehen. Ja, gern geschehen, Toad. Wir haben dich gern gerettet. So, und der zweite von den zweien. Diese Monster können euch echt nicht das Wasser reichen. Ihr seid meine Helden. Ja, das hört man schon gerne. Und wir haben es schon in der Schniekenzeit geschafft. Wunderbar. Ah ja, da ist wieder so ein Lakitu-Haus. In diesem Part werden wir dann nochmal die Lakitu-Missionen da machen. Hui, da habt ihr uns wirklich einen riesen Gefallen getan. Nun, vielleicht könnt ihr uns im Gegenzug auch was Gutes tun. Könntet ihr uns eventuell was basteln, mit dem wir unglaublich hoch springen können? Unglaublich hoch springen können? Ich erklär's euch. Das könnte etwas dauern. So, erstmal besprechen, was wir heute zu Abend essen. Ich habe die Papiertots wohlbehalten in der Werkstatt im Pilzpalast abgeliefert. Und eure Anfrage wegen etwas, mit dem man richtig hoch springen kann? Die Papiertots haben mir gesagt, dass sie noch 8 weitere Helfer brauchen, um das Projekt zu beenden. Ihr wisst also, was zu tun ist. So, wir füllen erstmal die KP auf. Und dann geht's weiter. Hier mit den Missionen. Ich sehe schon, euch juckt es geradezu, in den Fingern ein Papiertots zu retten. Ein paar Papiertots. So, das Steingefängnis machen wir als erstes. Zertrümmere die Steinblöcke und schenke den Papiertots die Freiheit. Pass aber auf, dass du sie nicht zerknüllst. Das war nicht so schwer. Zerstöre die Felsblöcke mit deinem Hammer und befreie die Papiertots. So. War das so schwer? Wunderbar. Der erste ist schon gerettet. Der erste ist auch schon gerettet und... was soll ich tun? Erstmal hier und dann hier. Wunderbar. Beide sind gerettet. Und jetzt noch der letzte, glaube ich, war es. Nein! Oh, was habe ich getan? Da war ich echt unvorsichtig. Okay, das war gerade wirklich irgendwie fahrlässig. Einfach raufwimmern. Okay, dann haben wir wenigstens gesehen, wie es aussieht, wenn die mal zerquetscht werden. Du hast alle Papiertots befreit. So, das geht aber auch ganz schnell, die Mission. Das heißt, wir haben noch Zeit, uns in diesem kleinen Dorf umzuschauen. Wunderbar. Weiter geht's. Vergiss nicht zu speichern. Ich sehe schon, ich hüpfe es geradezu in den Fingern, ein paar Tots in Not zu retten. So, birg alle vom Treibsand mitgerissenen Papiertots, aber nimm dich vor Bomben und Blöcken in Acht. Okay. Das ist jetzt die Vorgabe. Ja, das ist ganz cool eigentlich. Rette die Papiertots aus dem Treibsand. Weiche Bomben aus und zerschlage Steinblöcke mit deinem Hammer. Wenn große Blöcke auf dich zukommen, zertrümmer sie mit dem Trio-Hammer. So. Wir sammeln natürlich auch ein paar Coins dabei.
Und wie es der Zufall so will, sind es genau 8 Papiertorts, die sie retten müssen, insgesamt in der Mission. Welcher Zufall? Oh, da ist ein Tor drauf. Nein, was hab... Ein Fail, okay. So. Das ist zwar auch schon etwas schwerer, aber es ist eine tolle Idee. So, der dritte Papiertort schon. Ein bisschen Geld einsammeln. Geld scheffeln, während man die Arbeit erledigt, ist doch schön. Oh Gott, und jetzt liegt alles am letzten, wenn wir jetzt verkacken. Das ist echt Druck. Oh oh. Ja Mann, wir haben es geschafft. Du hast alle Papiertorts gerettet. Wunderbar, endlich geschafft. Hurra, wir haben viele Torts gerettet. Jetzt können sie endlich es schaffen. Eilige Lieferungen direkt aus dem Pilzpalast. Bitteschön. Ich würde dir empfehlen, es nicht hier zu öffnen. Es ist recht groß. Du hast ein Papptrampolin erhalten. Es ist zu groß, um es auszupacken. Verwende es später, wenn die Zeit reif ist. Und dann wäre da noch das hier. Ich war so frei, einen Blick darauf zu werfen. Es scheint eine neue Trio-Attacke zu sein. Du hast die Trio-Attacke Trio-Drachen erhalten. In den Kampftipps kannst du nachschlagen, wie man sie einsetzt und sie auch gleich trainieren. Wunderbar. Dann mache ich mir wieder auf den Weg. Tschüss, Toad. Mit diesem Papptrampolin können wir die beiden großen Stacheltypen an der Brücke erreichen. Die Pockys. Gehen wir zurück zur Doppelmoppel-Dünengrotte. Dort können wir das Papptrampolin aufbauen. Doppelmoppel-Dünengrotte. Toller Name. So, aber wir werden uns jetzt erstmal im Toaddorf angucken. Im nächsten Part werden wir das dann erst erledigen. So, Geisterkekse, lecker. Übertöppelt ihr auch immer schön eure Gegner? Ihr wisst schon, Präventivangriffe und so. Springt, sprintet oder hämmert ihr auf Gegner, bevor der Kampf überhaupt losgeht? Probiert das mal aus. Also haltet euch bloß mit Sprüngen auf stachelige Gegner zurück. Okay. Das war nur so ein Toad, der immer nur sowas labert. Okay. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo einen klugen Toad, weil wir alle 5 klugen Toads besiegen wollen. Weil wir auch alle so toll sind. Wir klauen dann Geld. Hallo. Das Buch, in dem die Papiertorts entschwebt sind, ist etwas sehr Besonderes. Passt gut darauf auf, Luigi. Okay, Luigi, passt gut auf das Papiertortbuch auf. So ein bisschen hier oben gucken nach Items auch. Und die schöne Welt erkunden. Hallo. Wisst ihr was? Ich bin der klügste Toad in der ganzen Wüste. Ich kann euch sogar ganz genau sagen, wie viele Sandkörner sich in jeder Düne befinden. Und wenn ihr das nicht glaubt, kann ich es euch beweisen. Was meint ihr? Ihr wollt euer Köpfchen unter Beweis stellen? Nehmt ihr meine Herausforderung an? Ja. Ausgezeichnet. Das wird ein Spaß. Okay, ein Art Quiz. Also gut, legen wir los. Zum Gewinn musst du 3 von 5 Fragen richtig beantworten. Es besteht kein Zeitlimit, also brauchst du dich auch nicht abzuhetzen. So ganz einfach. Was hat Mopsi den Toads gestohlen? Ja, so ein paar Attacken. Welche Muster hat Mutant Tyrannias Unterhose? Wen juckt's? Alter, Unterhose. Welches Item stellt BP wieder her? Ich glaube Sirup. Ja. Was tut Luigi? Ich glaube, er weint. Ja, ich glaube, denken wäre das nämlich nicht. Und nicken sieht gar nicht so aus. Schön, die nächste Frage ist auch die letzte. Wie viele Finger hat Bowser in jeder Hand? Ich glaube, 4. Richtig. Damit kommen wir zum Ende. Du hast alle 5 Fragen richtig beantwortet. Das ist unglaublich beeindruckend. Ihr habt gewonnen, wie ärgerlich. Ich meine, ich freue mich natürlich für euch. Oh yeah. Wunderschön. Oh, da habe ich euch ja wirklich unterschätzt. Ihr seid clever und gut in Kämpfen.
Deswegen seid ihr wahrscheinlich auch die Helden. Hier, eine kleine Belohnung für euch, für euren Sieg. Die habt ihr euch verdient. Abwehrbohnen, wunderbar. Ich bin selbstverständlich der Klügste, doch insgesamt gibt es 5 sehr kluge Trolls in dieser Welt. Ihr habt es zwar geschafft, mich zu übertreffen, aber es gibt noch 3 weitere höchstgebildete Trolls, die auf eine Herausforderung warten. Ja, und zwar in jeder Welt eine, anscheinend. So, was läuft hier so? Aber wir werden jetzt nicht jeden ansprechen. Es geht doch nicht über ein paar Sonnenstrahlen, um mal kurz dem Chaos des Alltags zu entfliehen. Aber hast du dir schon mal angeguckt? Ich meine, richtig angeguckt? Ich hab mir gedacht, dann wären deine Augen nämlich voll im Eimer. Okay, und was laberst du? Wenn ihr in den Dünen bis ganz nach Osten geht, kommt ihr zu Bowsers Festung. Aber wollt ihr wirklich dahin? Bowsers Stärken sind in letzter Zeit sehr aktiv. Ja, aktiv ist das richtige Wort. Das hast du gut formuliert. So. Und hier ist jetzt das letzte Haus, aber wieder nur ein Item-Shop. Wie lame. Hä, was ist das denn für eine Röhre? Eine Papierröhre, okay. Ah! So, wir wollen jetzt... Ach, so kann man reisen. Okay. So, dann war es das jetzt aber auch schon von diesem Part. Mario und Luigi Paper Jam Bros. Und im nächsten Part... Oh mein Gott, Yoshi, mit dem reden wir jetzt noch. Wenn ihr zur Küste wollt, verrate ich euch den Weg. Einfach über die Brücke und dann geradeaus. Das Meer sollte warm wie eine Badewanne sein. Ach, ich wünschte, ich könnte mit euch kommen. Okay, dann bis zum nächsten Part. Mario und Luigi Paper Jam Bros. Bis zum nächsten Mal und ciao.